Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Reihe Klassikerliebe. Ich wollte eigentlich gerade damit anfangen, Talisman aufzubauen und ein Video über Talisman zu machen. Aber dann habe ich die Meldung gesehen, dass ja von dem Spiel Orléans jetzt eine 10 Jahre Jubiläumsedition angekündigt wurde. Und da dachte ich, wow, ist das auch schon wieder 10 Jahre her? Und dann habe ich gedacht, boah, später, ja. Lass uns mal über Orléans sprechen, weil das würde ich persönlich für mich, für meine Spieler-Vita schon als Klassiker bezeichnen. Jetzt gibt es wieder welche, die sagen, das kann ein 10 Jahre altes Spiel schon ein Klassiker sein. Ja, ich weiß schon, aber hey, mein Kanal, meine Regeln. Ich wollte jetzt einfach mal dieses Spiel mal wieder rausholen, weil das ist schon, das hat damals schon richtig, vor 10 Jahren, richtig eingeschlagen und hat einfach so eine Art von Spiel auf den Tisch gebracht oder in Spiele Vita reingebracht, die es vorher nicht gab. Das ist so ein Wort, das mittlerweile geläufig ist. Das ist ein Backbuilder geworden. Ja, das war das erste Spiel, wo man praktisch anstatt ein Deckbuilding mit Karten ein Backbuilding betreibt, indem man halt so einen Stoffsack hat und dort tut man praktisch Chips reinschmeißen, in diesem Fall Holzmeeples, sage ich gleich was dazu. Und man zieht dann halt da ein paar raus und mit denen muss man arbeiten. Und das ist so eine angenehme, simplifizierte, einfache Art, einen Spielzug zu machen, dass das irgendwie trotzdem ein leicht episches Feeling hat, was man da so tut, nicht so arg die Möglichkeit hat zu beeinflussen, was passiert, weil man zieht ja blind aus dem Sack, aber man kann ja beeinflussen, was dem Sack drin ist. Und das Ganze dann verpackt in ein Spiel, das locker in 90 Minuten schön spielbar ist und trotzdem einen angenehmen Tiefgang hat oder so. Ne? So würde das Spiel einfach mal bezeichnen. Es wurde dann über die Jahre noch ein bisschen mit Erweiterung verpflegt, mit anderen Spielmodi oder so, aber über die wird man heute gar nicht reden. Wir schauen uns einfach das klassische Orléans Grundspiel an, wie es damals rausgekommen ist, mit einer kleinen Änderung. Das Urspiel, als es so rauskam, das waren alles Pappmarkerchen. Also man hat praktisch Pappmarkerchen in seinen Sack reingetan und da drin rumgerühlt und die rausgezogen. Das hat man relativ schnell, ich glaube, das kam fast zeitgleich raus, mit so einem Upgrade-Kit versehen können, Fan-Erweiterung oder so hieß es, glaube ich. Da hat man dann anstatt Pappmarkerchen Holzmarkerchen bekommen mit Aufklebern drauf. Oh, ganz schlecht Aufklebern, aber die sind gut, alles gut. So dass man praktisch im Wühlen im Sack Holzmarkerchen rauszieht, was haptisch viel angenehmer ist und auch für das Material, weil man das ständig angrabbelt mit seinen fettigen Fingern da hinlegt und wieder zurück und sonst was, viel, viel besser ist. Von daher, ihr seht hier heute praktisch Basisversion von Stand 2014 mit dieser Materialerweiterung. Ne? Und jetzt steigen wir mal ein, ich gehe mal kurz über das Spiel drüber, das wird kein volles Regelerklärvideo mit Details, aber da gibt es auch gar nicht so viele Details, das ist auch so schön. Also die Anleitung, die ist relativ so Heftchen dickmäßig, aber stellt sich dann recht schnell raus. Die Hälfte ist in der zweiten Sprache, das heißt im Prinzip ist es nur eine Anleitung, so zwei Hälften da mit vielen Bildern und großem Text und vielen Leerräumen. Das Spiel ist simpel, man macht nicht viel, also was gibt es überhaupt? Das wäre noch wichtig zu sagen, schnell. Und zwar, steht auf der Schachtel Handel und Intrige im Mittelalter. Ne, im Prinzip, die Spieler versuchen im mittelalterlichen Frankreich die Vorherrschaft auf verschiedenen Gebieten zu erringen. Mittels Warenproduktion, Handel, Entwicklung oder Engagement fürs Gemeinwohl können Waren, Münzen und Punkte errungen werden. Hört sich sehr generisch an, das ist es im Prinzip auch. Ne? Also klar hätte man auch wieder ein ganz anderes Setting drüber stülpen können, aber mit dieser Frankreich-Karte und den Gütern, die es da gibt, Wein, Käse, Getreide und was man da, Mönche und Ritter und so, holt einen das schon ab in dieses Setting rein. Das geht schon, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Aber jetzt genug gequatscht, gucken wir uns das mal an. Ich zeige euch mal, wie man das spielt, ne? Reden wir nachher nochmal drüber, warum es persönlich für mich ein Klassiker ist, den man immer wieder gerne auf den Tisch bringt, wenn man nicht vergisst, dass man dieses Spiel besitzt und es nicht im Regal zu weit nach hinten rutscht. Ne? Von daher, Orléans, steigen wir mal ein. So sieht der Spielplan jetzt mal thematisch aufgebaut aus. Wir haben im Prinzip ein Tableau. Für jeden Spieler hat sein eigenes von diesen Einsetztableaus. Man hat einen Sack, in dem die Startfiguren drin sind, hoppla, das sind 4 Stück, ne? Also ein Astrologe, ein Bauer, ein Dingsbums und nochmal irgendwie ein Techniker oder so, keine Ahnung, was das jetzt ist, die Titel, die hat man am Anfang und legt sie im Prinzip auf seinen, oder stellt sie, wie man will, auf seinen Markt. Mit diesen Figuren macht man nachher Züge und setzt sie dort ein, dazu später. Wir haben hier noch ein
großen Spielplan, der besteht aus einer Karte von Frankreich. Wir starten mit unserem Hauptmeeple in Orléans selber und von dort aus werden wir über Straßen und Flüsse weiterreisen, um hauptsächlich dort diese Häuser zu bauen. Mir fällt der Name gerade, ich sage immer Postämter dazu, wegen Turn- und Taxis, aber es ist dann irgendwie Kontore, Handelskontore sind es genau. Die bauen wir praktisch dort in diese Städte rein als Aktionen. Und die sind am Ende vom Spiel halt Siegpunkte wert und wenn man Mehrheiten hat und multiplizieren und so, kommen wir später dazu, das macht man. Und falls man halt zwischen zwei Städten so reist, dann nimmt man auch die Ressource mit, die da in diesen Städten drin liegt im Prinzip. Und die kann auf dem Fluss oder auf der Straße liegen. Das ist praktisch die Wanderung, die man dort oben macht. Das hier ist ein reines Verwaltungstableau, wo man praktisch auf Leisten nach vorne wandert, wenn man praktisch entsprechende Züge gemacht hat. Wir werden ja praktisch durch unser Tableau nachher verschiedene Charaktere uns anlachen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich springe mal voraus, in der Burg das alles bezahle, bekomme ich einen Ritter. Ich würde diesen Ritter dann zukünftig in meinen Sack legen und weil ich diese Ritteraktion gemacht hatte, rutscht hier mein Stein nach vorne. Und der zeigt dann verschiedene Level oder Status an, wie viele ich aus dem Sack ziehen kann zum Beispiel. Also grade ich Ritter ab, darf ich zukünftig fünf Figuren aus dem Sack ziehen anstatt vier. Hier bekomme ich Geld, hier kann ich Entwicklungskarten kaufen, hier bekomme ich diese Skriptorium-Bücher da unten, hier bekomme ich Landwirte oder Zahnräder oder so. Gehen wir gleich durch. Das wird hier nur dargestellt. Dann gibt es unten noch so eine Entwicklungsleiste, auf der man einfach Wissen erlangt oder Wissensleiste. Je weiter man nach vorne kommt, desto mehr überschreitet man vielleicht diese Multiplikatoren, die am Ende vom Spiel mal Kontorhäuser viele Siegpunkte wert sind. Außerdem gibt es zwischendurch mal Geld und außerdem gibt es zwischendurch mal diese Zusatzpersonen, wenn man die hat, das sind so Blättchen, die zählen im Prinzip dann auch nochmal wie wenn man ein Häuschen gebaut hat, sozusagen. Also es ist eine billige Art, wenn man die mitnimmt, denn die hat es auch nur einmal, wenn die weg sind, sind sie weg. Wenn man Erster ist, kriegt man den, kriegt man auf schnelle, günstige Art mehr Punkte am Ende vom Spiel. Ansonsten liegen hier halt noch Ressourcen, ne? So Reserveressourcen, falls man irgendwelche bekommt, durch die Leiste da oben liegen die da. Es gibt hier auch noch die Bauern und die Mönche. Die Mönche haben jetzt keine eigene Leiste, weil die Mönche in dem Spiel sind im Prinzip Joker. Die bekommt man durch das Kloster, kann man in München seinen Sack tun und den Mönch kann man praktisch fast überall einsetzen und ersetzt eine andere Person. Deswegen ist das eine relativ begehrte Ressource und die hat keine Leiste, weil was soll sie auch machen? Dann haben wir hier noch einen Stapel mit so Ereignisblättchen. Ja. Die werden immer aufgedeckt am Anfang einer Runde, damit man weiß, oh, am Ende der Runde, wenn sie abgewickelt wird, gilt dann Handelstag. Ich bekomme pro Kontor nochmal drei Geld. Es gibt vielleicht extra Einnahmen, gibt auch mal Negativernte oder Pest, eine Figur, die stirbt und geht vom Spielplan runter oder so. Man weiß das am Anfang der Runde, was passieren wird am Ende der Runde und kann sich dementsprechend darauf vorbereiten. Was haben wir noch? Achso. Hier gibt es so Entwicklungsgebäude letztendlich, die kann ich hauptsächlich durch die Aktion hier herbeirufen und das sind einfach Felder, die ich kaufen kann und sie an meinen Spielplan hier andocken, damit ich noch zusätzliche Optionen habe. Die gibt es in zwei Level, Level 1, Level 2. Die Level 2 Dinger sind ein bisschen mächtiger und die kann man aber erst später im Spiel dazu holen, da muss man hier ein bisschen die Leiste upgraden. Man darf sich deswegen die jederzeit während des Spiels einfach alle angucken. Die sehen es nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder so. Das ist, man kann die rauskaufen, die man haben will. Also ist öffentlich zugänglich. Und dann gibt es noch dieses Tableau hier. Das ist praktisch eine Vergrößerung des Rathauses. Wenn ich dort Leute reinsetze oder eine Person reinsetze, reicht schon. Dann nehme ich die und transferiere sie dort rüber, um an irgendwelchen wichtigen Dingen teilzunehmen, wie zum Beispiel an der Papstwahl, an der Bau der Stadtmauer, das soll so thematisch sein, aber ist egal, ich setze im Prinzip das Männchen darüber und mache dort Leisten voll. Und wenn ich dort die Leisten voll mache, kriege ich ja immer praktisch die Belohnung, die hier abgedruckt ist, nämlich in dem Fall Geld. Oder ganz am Schluss hier nochmal so ein Blättchen, wo ich ja schon gesagt habe, das zählt im Prinzip fiktiv, wie wenn ich da ein Häuschen auf der Karte habe, weil bringt mehr Punkte. Nachteil ist halt, die Figuren, die ich ja hier hinsetze und mache die Aktion, kommen ja zurück irgendwann in meinen Sack. Setze ich aber in das Rathaus da drüber, da bleiben sie bis zum Spielende liegen. Die sind also praktisch futsch. Deswegen muss man sich das schon gut überlegen, ob man das macht. So. Das war jetzt einfach mal ein Rundum-Durchlauf. Jeder Spieler hat so ein Tableau, jeder Spieler hat so einen Sack und jeder Spieler hat diese vier Startfiguren.
Und man hat hier so ein kleines Blättchen, da steht im Prinzip alles drauf, was wir in dem Spiel machen. Deswegen ist es auch so schön einfach und zugänglich, ne? Wir decken die Stundenglaskarte auf. Machen wir jetzt mal. Und da steht, das haben wir schon gesehen, am Ende dieser Runde wird jedes Kontor, das wir gebaut haben, 3 Gelb mehr sein. Nicht schlecht, aber in der ersten Runde sehr schwierig, weil ob wir das jetzt alles schaffen, weiß ich nicht. Dann in dem Spiel mit mehr als 2 Spielern würde diese Person eine Münze bekommen, wer den meisten Bauern hat. Man guckt dann praktisch auf der Bauernleiste, wer ist da am meisten vorne, und bekommt da einfach noch eine Münze. Das soll damit gemeint sein. Ne? Und die Person, die letzter ist, verliert eine Münze. Bei 2 Spielern jetzt zum Beispiel egal, aber bei 3 oder 4 Spielern schon thematisch wichtig, dass man ab und zu auch mal einen Bauer holt. Dann ziehen wir unsere Blättchen aus dem Sack. Und wie viele hängt davon ab, was gerade mein Ritterlevel ist. Wir starten alle bei Ritterlevel 1 und das heißt, 4 ziehen wir aus dem Sack. Das sind im Prinzip diese. Am Anfang haben wir alle die. Und dass das die Startfiguren sind, ist unten mit unserer Spielerfarbe markiert. Wenn ich später welche dazu kaufe, ist diese blaue Leiste ja nicht dabei. Warum ist das wichtig? Ja, also das ist, damit man halt weiß, diese Figuren sind unsere Startfiguren und die brauchen wir im Prinzip mindestens mal, damit das Spiel irgendwie funktioniert. Die sollte man nicht abwerfen oder verlieren. Wie könnte man das machen? Ich könnte ja zum Beispiel auf die Idee kommen, die Figur hier ins Rathaus zu legen und wie gerade gesagt, da drüben rein. Dann ist die für immer und ewig weg. Und wenn ich praktisch bei einem Zug gar keine weißen Männchen mehr habe, dann könnte es ein Problem geben, weil guckt mal. Das weiße Männchen ist im Prinzip fast auf jedem Feld drauf. Und das Spiel will dir auf die Art ein bisschen helfen. A, sind es deine Startfiguren beim Aufbau vom Spiel. Und B, sollst du daran erinnern, tu die nicht weg, weil die wirst du schon irgendwie mal brauchen. Ja, so auf die Art. Aber egal. So, und jetzt kommt diese Phase, die ein bisschen gefährlich ist bei so einem Spiel. Jeder zieht ja aus dem Sack blind. Und da sind ja nachher vielleicht mal 8, 9 von den Figuren drin. Und du brauchst eine bestimmte Anzahl von Personen, von irgendwelchen Typ, um was zu machen. Und das macht jeder für sich allein auf seinem Tableau. Und Leute, die gern mal in ihren Sack reinspickeln, weil sie das als Vierjährige schon gelernt haben, dass man das so tut oder so und bis jetzt nicht wegbekommen haben. Da ist immer so ein bisschen Potenzial für Betrügereien da, ne? Aber ne, ist halt wie es ist. Und dann legen die da ihre Figuren hin und mit diesen Figuren gucken sie jetzt, ob sie einen Mega-Zug hinbekommen. Zum Beispiel, oh, ich will unbedingt mehr Karten ziehen in Zukunft, also schiebe ich den Bauern, den Adelsmann da und den anderen Fuzzi da drauf und aktiviere die Burgaktion. Ich habe es jetzt alle belegt. Burgaktion heißt, ich bekomme einen Ritter in meinen Sack, den roten, den kann ich später mal da brauchen, ja. Coole Sache, kommt in meinen Sack. Die sind erledigt. Zug ist erledigt. Jetzt habe ich noch den einen. Mit dem braunen kann ich alleine ja nichts machen. Ne? Ich könnte ihn aber schon mal, wenn ich Bock habe, hier schon mal drauflegen für später. Kann aber auch da unten liegen lassen, um mal zu gucken, was ist. Und das ist praktisch so der Reserveüberlauf oder so. Sollte es mal so sein, dass ich ganz viele Leute hier liegen habe, weil ich sie so mal gespeichert habe oder sie einfach mal parke oder so. Dann ist das das neue Limit. Ja? Wenn ich jetzt theoretisch nochmal 4 ziehen durfte aus dem Sack, sind aber nur 3 Plätze da unten frei, darf ich auch nur 3 ziehen. Deswegen sollte man immer schon mal sein Hinterstübchen hier sauber halten, ja? Damit man im Prinzip hier Platz hat für neue Figuren. Aber im Prinzip hast du das ist ein Problem, das hast du ja eigentlich nie, weil du ständig ja wo einsetzt. Jetzt gehen wir die Dinge einfach mal durch. Ne? Die da oben, die haben was mit der Reise auf dem Spielplan zu tun und nur dafür brauche ich sie auch. Wenn ich meine Hauptfigur mit dem Schiff, also über so eine Flusskarte bewegen will, von Orléans nach Bleu, dann würde ich eine Schiffaktion machen. Fahre ich über eine Straße, mache ich eine Wagenaktion. Ist mein Männchen irgendwo in Mont-Richard angekommen, meinetwegen, und ich möchte dort ein Gildenhaus bauen, da steht übrigens das Wort Gildenhaus und nicht Kontor, ne? Egal, es ist trotzdem ein Postamt, setze ich das hier drauf, weil ich die Aktion gemacht habe und bumm, habe ich das. Warum ist das wichtig? Punkte am Ende vom Spiel und außerdem, wer aufgepasst hat, das Ereignis in dieser Runde ist, pro Gebäude kriege ich 3 Geld. Hätte ich jetzt, aber ich habe es ja nicht geschafft. Wie denn auch? Ich habe ja am Anfang der ersten Runde gar keine rote Figur, die ich dort hinsetzen könnte. Ja, schwierig. So, die bekomme ich hier, habe ich ja gezeigt. Im Bauernhaus würde ich mir einfach einen weiteren Bauer holen. Und wenn ich einen Bauer hole, dann wandert ja die Bauerleiste weiter. Ich bekomme auch sofort diese Ressource, die da oben drauf ist, in Vorrat. Wieso sind die Ressourcen für irgendwas wichtig? Ja, auch ganz klassisch, Ressourcen sind halt einfach Siegpunkte. Man will die haben, weil jeder Käse ist zum Beispiel, ah, das ist glaube ich auf der Rückseite hier auch nochmal drauf, genau. Jeder Käse ist so und so viel Siegpunkte wert, Stoffe 5 und Geld 1 zu 1 und so. Und hier steht es auch, die Kontore oder
Gildenhäuser, Entschuldigung, Gildenhäuser plus die Person im Blättchen gibt als Summe multipliziert mit dem Stern, den man hier freigeschaltet hat, auch nochmal Punkte. Also man sammelt das Zeug hauptsächlich wegen den Punkten. Und den bekommst du halt, wenn du einen Bauer nimmst, nimmst du erstmal zwei Getreide oder so weg. Wo habe ich jetzt den Käse her? Verdammt, ich habe irgendwo geklaut. Egal, die legen wieder. Bauer. Im Dorf bekomme ich eine dieser drei Farben, die ich mir aussuche. Also, ich habe hier diesen Navigator-Typen, der produziert im Prinzip einfach mehr Geld, wenn ich da die Runde hochbekomme. Und außerdem habe ich einen blauen, den ich da brauchen kann. Oder halt ins Rathaus schicke. Sonst ist der nicht so nützlich. Den braunen, das ist so der Arbeiter oder irgendwie der Mensch da, der ist ganz relativ cool. Wenn ich den nach vorne treibe, bekomme ich hier solche Zahnräder. Und die Zahnräder, die kann ich, wenn ich die habe, fix auf diesem Spiel verbauen. Und ich sage jetzt mal, in die Burg rein, überschreibe ich diesen weißen Arbeiter hier mit dem Zahnrad. Und dann ist praktisch das schon, das ist immer erledigt. Dieses Zahnrad wird auch nie wieder wegkommen dort. Ich brauche zukünftig, wenn ich die Burg mache, immer nur einen blauen und einen schwarzen. So tut man praktisch manche Felder verstopfen. Gibt aber ein paar Sonderregeln. Ich darf mit diesen Feldern, ich darf nicht mehrere pro Gebäude haben, das ist verboten. Und ich darf mit denen auch keine Mönche oder so überschreiben. Also das geht nicht. Mehr Einschränkungen gibt es, glaube ich, keine. Warum die schwarz oder braun sind, das ist egal. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit einer Erweiterung zu tun, was ich gerade nicht weiß. Wo war das jetzt? Ach so, bei den braunen, ja. Genau. Und dann haben wir noch die schwarzen. Die schwarzen, die ermöglichen dir im Prinzip schon, wie gesagt, den Kauf von diesen Erweiterungsplatten da. Und je weiter du hochkommst, desto irgendwann darfst du ab schon hier, das geht schon recht früh los, darfst du auch auf die Level 2 Gebäude zugreifen, die dann im Prinzip genauso führen. Also hier könnte ich auch wieder so ein Zahnrad machen, aber es ist praktisch billiger, das herzustellen, weil hier brauche ich die zwei Figuren, da unten bräuchte ich ja drei Figuren zum Beispiel. Oder ich könnte es auch noch zusätzlich machen, wenn das Feld belegt ist, könnte ich das andere machen. Ratskeller, Geldproduktion, Kämmerei, pro Hütte einfach eine Kohle oder so. Ein Pulverturm lässt mich nochmal. Ho, im Prinzip ist das das gleiche wie da, aber vielleicht heißt es, das, dass ich die wieder zurückholen darf oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, müsste man nachschauen. Sind ja alle schön erläutert in der Anleitung. So, was haben wir noch? Die Universität gibt uns praktisch einen von diesen grauen Mönchen da oder Kleriker oder was es ist. Die kann ich mal da und da brauchen, sonst eigentlich nirgends. Da drüben werden sie mal gefragt. Mit denen führe ich diese Leiste nach vorne und die gibt mir diese Bücherwerte und die Bücherwerte sind diese ganze Leiste da unten. Ich würde dort praktisch nach vorne wandern, wenn ich das mache. So, jetzt bleibt praktisch nur noch das Kloster. Mit dem Kloster bekomme ich diese begehrten Mönche, die, wo ich schon gesagt habe, dass die Joker sind. Die kann ich für jede Farbe verwenden. Außer, irgendwie da oben war das was. Das ist ganz komisch. Das erste Ding, wo ich hier mache, um ein Zahnrad zu besorgen, darf ich nicht mit dem Mönch bezahlen. Also wenn ich den ersten braunen Hoshimi hier kaufe, da darf da kein Mönch oder so involviert gewesen sein. Und das zweite, ne, darf generell auf der Leiste keine Mönche bauen, genau. Und das zweite heißt, das erste Zahnrad, das ich baue, muss auf einen Bauer gelegt werden, so wie ich es hier gemacht habe. Fällt mir jetzt gerade noch ein. Steht auf der Leiste, wenn man weiß, wie das zu lesen ist. So, und dann haben wir halt noch das Skriptorium. Skriptorium ist einfach, zwei Leute hier drauf, ein Buch nach vorne. Was das gleiche ist, wie wenn man hier so einen Typen da baut, aber irgendwann sind die ja mal voll. Übrigens, wenn man hier in der Leiste am Ende angekommen ist, war es das. Bei ein paar Leisten gibt es noch hier diese Figuren, die man mitnimmt, wenn man der Erste ist, der das macht. Aber bei manchen Leisten ist halt einfach am Ende Gelände. Ne? Vielleicht sind auch die Figuren dann weg, die sind ja im Prinzip stellenweise auch begrenzt. Deswegen könnte man hier auf der Bücherleiste weitermachen. Und dann noch das erwähnte Rathaus, wo ich ein oder zwei Leute reinlege, völlig egal, welche das sind. Die wandern dann hier rüber auf ein Projekt, wo ich gern mitmachen möchte. Und das ist das ganze Spiel. Du ziehst ja im Prinzip 4 bis maximal 8, ich habe noch nie gesehen, dass jemand auf einer 8 hinten ist, von den Dingern und machst da deine Aktion. Jeder legt es dahin und sagt, cool, hat geklappt, wandert da rum, keiner kontrolliert es, ob das überhaupt geht und stimmt. Ne? Und dann wird es halt gemacht und dann ist der Zug schon vorbei. Dann hätten wir jetzt praktisch Personen ziehen. Blättchen auf Aktionsfelder legen. Wieso Blättchen? Hä? Das ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Intro schon erwähnt habe. Ich habe ja hier eine erweiterte Version, wo das Holzmiepel sind. Und im richtigen Spiel, so wie es eigentlich aus der Schachtel kommt, wenn man es kauft, Moment, sind das keine Holzmarkerchen, sondern es sind Pappblättchen, die man aus dem Sack zieht und die dann dementsprechend aussehen, erzählen, wenn man sie oft sieht.
Daher redet die Anleitung hier von Blättchen. Ja, also, aber es sind ja diese Holzmännchen damit gemeint. Dann führen wir die Aktion aus, haben wir gerade gezeigt, was das heißt. Und ganz am Schluss wird das Ereignis abgehandelt. Jetzt wird geguckt, aha, wer hat wie viele Hütten da drauf? Jeder, der Hütten hat, kriegt 3 Geld. Bumm. Für was braucht man Geld? Man kauft in dem Spiel ja effektiv eigentlich nicht wirklich was. Ja, Geld ist im Prinzip auch Siegpunkte. Ne? Und ja. Dann gibt man das Schildblättchen weiter, das ist der Startspielermarker. Zack, dann geht's weiter. Und das spielen wir so oft und so lang, bis das Spielende, ja, das hat was mit diesem Stapel zu tun. Wir tun ja im Prinzip den Ereigniskartenstapel hier abarbeiten und es sind 18 Blättchen. Also es sind 18 Runden spielen wir das und dann wird noch, ganz am Schluss wird noch geguckt, wer hat am meisten Kontore gebaut insgesamt. Der kriegt dann noch dieses Bürgerblättchen hier oben noch extra und dann wird einfach gezählt. Ich habe es hier mal in der Anleitung, Moment, bumm. Wie gesagt, jede Münze ist ein Punkt, dann diese Rohstoffe sind Punkte und dann wird halt einfach Dinger plus die zusammengezählt mal den Wert, den man da unten auf der Leiste hat. Und dann gibt es Punkte und die Person mit den meisten Punkten gewinnt. Das ist alles und das ist einfach ein kuscheliges, zugängliches Spiel, wo man was krabbeln kann aus seinem Sack. Leute da fleißig nach vorne treibt und trotzdem die Aktion optisch ansprechend hier auswählt. Fährt man jetzt auf der Karte darum, investiert man seine wertvollen Personen für diese Wanderaktion da oben, aber guckt man lieber, dass man sie investiert in Aktionen, damit man mehr bekommt. Da muss man immer so Abwägungen treffen, was besser ist und immer gucken, was die anderen so machen. Man dürfte auch niemanden hier vorne vorbeirauschen lassen auf dieser Leiste und den dann ignorieren. Das ist sehr gefährlich. Da muss man gucken, dass man da hinten dran bleibt. Und das ist im Prinzip so eine Aufholjagd dann immer und deswegen recht spannend, aber trotzdem locker in 90 Minuten hier schaffbar und das ist halt schon eine feine Sache. Ja, man hat es vielleicht jetzt bei der Regelerklärung so ein bisschen gemerkt, dass das ja eigentlich ein ziemlich simples Spiel ist. Ne? Wenn ich drankomme, sehe ich einfach 4, 5, 6, 7, maximal 8 Steinchen aus dem Sack, lege sie auf meinen Marktplatz und dann gucke ich mal, was ich damit machen kann. Und oft läuft es halt so, scheiße, ich habe jetzt genau die Figur, die ich bräuchte, die fällt mir jetzt noch, muss ich nochmal einen Zug warten oder ich mache jetzt doch was ganz anderes oder so. Das verlangt jetzt schon ein bisschen viel Vertrauen von den anderen Mitspielern, dass man eigentlich in den Sack reinspiegelt und da rausholt, was man kann. Ne? Das ist ja generell ja bei vielen Spielen, aber dort ist es ein bisschen eklatant, weil jeder wurstelt ja praktisch auf seinem Tableau ohne Aufsicht von den anderen hin und trägt sich das irgendwie zurecht. Das ist immer so ein bisschen die Angst, die ich bei diesem Spiel habe, ne? Dass da viel beschissen wird. Aber das sage ich dann auch mal, ja, Hauptsache es macht Spaß, okay? Ne? Und das Schicke ist halt, das hat so ein bisschen die Anmutung, oh, das kann länger dauern, es ist ein kompliziertes Spiel. Ich weiß nur damals, wie die Leute einen immer so ein bisschen angeguckt haben beim Regelerklären. Was? Weil das war ja eine neue Mechanik. Ja? Was ist, man zieht nur vier Figuren aus dem Sack, verdammt nochmal. Ja? Man legt die dann auf Felder drauf und der Rest ist praktisch das klassische Verwalten, ne? Das Spielbrett. Ne? Wir decken ein Ereignis auf, wir kriegen eine Münze, falls man die meisten Bauern hat. Ja? Wir ziehen unsere Personen, wir legen die auf Aktionen, machen die dann und dann handeln wir das Ereignis ab, das ganz am Anfang gezogen wurde. Fertig, aus. Ne? Und was die meisten Leute immer so ein bisschen arg mindfuckt in diesem Spiel, was, wenn das überhaupt geht, ja, ob man diese Reise da auf dieser Karte, macht man die überhaupt, ist die wichtig oder lassen wir das ganz rechts liegen und konzentrieren uns auf andere Punkte? Das kann man schon machen. Ja? Also ich hatte schon mal Spiele, da haben Leute das irgendwie geminmaxed, ohne diese großen Reisen zu machen, weil die ja recht teuer sind. Aber wenn es ein anderer schafft, relativ viele Reisen zu machen und dann den Multiplikator hochgetrieben hat, dass man ja für diese Hütten da, die man da setzt, diese Postämter, sage ich immer dazu, multiplizierte Punkte bekommt, dann hast du ja eigentlich keine Chance, ohne das da zu machen. Das wurde mal mit den Erweiterungen wohl ein bisschen aufgeweicht für Leute, die einen anderen Zug machen wollen, aber im Prinzip machen wir alle, wenn wir es sofort oder so spielen, im Prinzip alle das Gleiche und nehmen uns gegenseitig die Sachen weg. So dass man vielleicht mal Züge macht, die jetzt nicht so effizient sind, weil da keine Rohstoffe zwischen den Ortschaften drauflegen, aber ich will trotzdem mein Postamt da hinsetzen, weil ich am Schluss dafür Siegpunkte bekomme. Und ganz viel, was ich immer ganz sehe, ganz viele Leute, die ignorieren dieses Rathaus und machen da nicht mit. Das ist okay, ja. Das ist so was zusätzlich, was man machen kann, um da noch ein bisschen Gelder zu bekommen oder so. Aber es geht primär drauf, wenn die Leiste voll ist, kriegst du ja diesen Fuzzi da, ne? Der Multiplikator ist am Schluss. Ne, eigentlich ist ein,
eine Summe und dann der Multiplikator ist dann halt mehr wert, sag mal so. Das kann man schon machen und sich darauf konzentrieren, aber es ist einfach so ein fluffiges Spiel. Es hat schon so leicht so einen Charakter, dass man nebenher noch ein bisschen quatschen kann, Chips essen und ein bisschen so was trinken. Und das ist das Nette dran. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und das war halt damals schon eine tolle Sache. So ein mittelkennerisches Spiel so, und dann gleichzeitig noch ein bisschen leicht fluffig. Sauber Sache. Viele Leute hatten damals mit der Optik Probleme. Also ich kann mir nur an Reviews erinnern, wo gesagt hat, das Spiel sei hässlich. Das habe ich jetzt nie verstanden. Also ich kann verstehen, dass man den Zeichenstil nicht mag. Das ist ja der klassische Stockhausen-Zeichenstil bei seinen anderen Spielen auch so. Aber hey, die Optik sieht doch jetzt voll okay aus. So französisches Mittelalter oder so. Ob Mittelalter jetzt richtig ist, das weiß ich jetzt nicht in dem Fall. Aber ich finde die Optik voll okay. Die Landkarte ist ganz schön, die ist gedeckt, man kann sie klar lesen, ja, man weiß, was zu Sachen ist. Die Symbole mit den Mönchen, den Rittern, alles cool, hat so was Kirchenfenster-Optisches. Soll es, glaube ich, auch sein. Und ich finde es voll okay. Das Spielmaterial ist auch qualitativ hochwertig, wenn man diese Holzversion da hat. Hab den Kritikpunkt nie verstanden letztendlich. Aber klar, wenn dann die Optik nicht leiden kann, wegen dieser Kirchenfenster-Thematik, dann von mir aus, ja. Aber toll, also ich habe jetzt, das ist wieder das Klassische, immer wenn ich Klassiker liebe Videos mache, habe ich im Anschluss sofort Bock, dieses Spiel zu spielen. Ist aber keiner da. Mal gucken, wen ich anrufe. Ja. Aber es wird auf dem nächsten öffentlichen Spieletreff auf jeden Fall mal wieder eingepackt und mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebes Orleo, 10 Jahre, super hast du es gemacht. Ich habe von den Erweiterungen jetzt nie so viel gehalten. Klar, die eine Erweiterung, die bringt halt mehr von Karten hier rein, ein bisschen Abwechslung, ja, dass es halt nicht immer das Gleiche ist, was man hier so macht. Dann gibt es diese Koop-Erweiterung, wo man gemeinsam gegen das Spiel spielt. Da hatte ich irgendwie immer nie Bock drauf, habe die nie angeguckt. Ne? Von daher weiß ich da nichts drüber. Mir hat dieses Basisspiel mit seinen 90 Minuten immer völlig gereicht. Das spielt man auch nicht zu oft, ja, aber so zwischendurch mal so, uff, und kann man auch relativ gut neuen Leuten erklären, weil alles ist irgendwie ablesbar, ja, was man machen muss. Schwierigkeiten im Spiel, was ist ein guter Zug, auf was gehe ich und so, das müssen die Leute halt lernen. Ja. Aber ansonsten ein echt zugängliches, nice Spiel. Feine Sache. Orleans, bis denne zur nächsten Klassikerliebe irgendwann mal. Macht's gut, ciao.